Wir sind hier zusammengekommen zum Relaunch vom Fastheal. Neben mir steht der Gunnar Pelau. Gunnar, der Fastheal, was bedeutet das dir persönlich? Naja, ich meine, Fahrstil, es geht um Fahrradkultur. So, und allem voran sind wir Radfahrer. So, was wir tun, ist Kultur. So, und Fahrradkultur, manchen ist es schwer zu erklären und wir packen das einfach zwischen zwei Pappdeckel und sagen, guck mal, das ist Fahrradkultur, alle 3 Monate kann man sich inspirieren lassen, sich wieder finden oder Neues entdecken. Okay, sehr schön. Der Fahrstil wird relaunched, das heißt, wie lange gab es ihn jetzt nicht mehr? Na, eigentlich haben wir haben vor 2009, eigentlich ziemlich genau vor 10 Jahren, haben wir die Köpfe mal zusammengestellt und haben gesagt, lass uns ein Fahrradmagazin machen, das wir selber lesen wollen. Und alle Journalisten im Fahrradbereich, alle alte Hasen und kennen, haben es oft genug erlebt, dass coole Geschichten irgendwie auf dem Weg vielleicht gestorben sind. Und haben gesagt, komm, wir machen das Magazin, das wir lesen wollen. Haben das jetzt 10 Jahre gemacht. Und was wir nie waren, waren Verleger, ich muss mal ganz ehrlich sein. Wir haben Bock auf Layout gehabt, die Kollegen von denen ich weiß, wir haben Bock auf Inhalte gehabt. Aber dieses Abo-Verwaltung, Anzeigen verkaufen, so, das war nie unser, das wollten wir auch nie sein. Und da muss man auch nochmal Entschuldigung sagen an den einen oder anderen, wo es eben nicht geklappt hat. Jetzt wird alles gut, denn wir haben die dritte Achse, wie wir es genannt haben. Wir haben jetzt dieses Verlegerische, in dem wir unter das Dach von Markus und Jürgen gerutscht sind und uns auch in bester Gesellschaft befinden, weil das kann man auch klar, muss man auch nochmal sagen, das ist einfach jetzt eine ganz spannende Konstellation, die da entsteht. So. Und damit, das ist erstmal der Relaunch, dass das Organigramm jetzt endlich eine echte Aufgabe entspricht. Und wir freuen uns total auf die nächste Aufgabe, die Ausgabe und auch Aufgabe, die im Dezember kommt für die Leser. Also Weihnachten ist gerettet, irgendwie Geschenkabo gibt es auch wieder, es wird alles gut. Okay, das heißt, der Fahrstil ist wieder bereit, richtig durchzustarten und Gunnar hat es gesagt, Weihnachten ist gerettet. Genau. Wichtig ist mir noch einfach, gerade auch wenn man so, ich weiß nicht genau, wer alles zuschaut, aber diese Idee, die dahinter steht, die finde ich spannend. Wir haben das, oder da gibt, es gibt das Venobitz-Magazin, wo es um, ich sage jetzt mal, den, das Handel, den Trading, den Konsum, den Teil gibt. Wir haben dann das Habitat mit Veloplan, wo man sagen kann, da werden die Dinger benutzt. Total wichtiges Thema. Wir wissen alle, dass in der Verkehrswende der Erfolg des Fahrrads nicht vom Fahrrad abhängt, sondern allem voran von der vom Habitat, vom, also von der Infrastruktur und von der Kultur. Fahrstil als Abrundung, da, wie werden Räder eigentlich benutzt? Und der Dreiklang ist einfach, ich glaube, super spannend zu lesen und dass das auch aufgeteilt ist, dass es nicht in einem Heft ist, sondern auf 3 Hefte aufgeteilt, finde ich super blau von Markus und Jürgen. Wir freuen uns sehr, einen Teil davon zu sein. Okay, also wir dürfen Spannendes erwarten und freuen uns auf die neuen Ausgaben von Fahrstil.